Staunen. Na komm. Kommst du jetzt her? So. Na komm her jetzt. Boah, ich hasse euch Warane, echt mal. Dann dämlich hin und her gehopfe. Ja, los. Ja, heute noch. Weil es geklappt hier. Ah, so, erledigt. Und fällt mir durch, wie viel Uhr ist es eigentlich? 11:29, okay. Na, ist da auch noch was? Wo sind eigentlich die Truhen jetzt? Ich bin gerade verwirrt. Egal, ich finde die schon. So, jetzt bist du mal wieder fällig. Oh fuck, noch einer. Nein, komm schon. Das ist doch langsam nicht mehr lustig. Aber wenigstens sitzt er auch ziemlich in der Falle hier. Ja, ziemlich sehr arg. Aua. Jetzt habe ich's. Ah, jetzt bin ich aus dem Rhythmus. So, jetzt wieder. Links, rechts, links, rechts. Und tschüss. Boah, was für nervtötende Varanviecher. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Fässer. Irgendwelche sinnlosen Fässer. Und da ist eine Höhle. Und in die Höhle geht es ja ziemlich weit rein. Ich habe aber echt gerade keine Ahnung, was mich da drin erwartet. Ach du Scheiße, eine Falle und der Varan ist ganz gemütlich reinmarschiert. Wie soll ich da durchkommen, bitte? Ah, oh, guckt euch das an! Ich bin tot! Nein, das meinte ich nicht. Wie soll ich da rüberkommen, bitte? Scheiße. Mir muss es irgendwo einen Schalter auf der Insel geben, wenn ich mich nicht täusche. Ey, man kann das Ding aktivieren und dann einfach durch. Jetzt frage ich mich halt nur, ob ich nochmal zurück kann. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier wirklich der Schlüssel ist von dem Hanna. Das wäre ja echt krass, wenn das hier der Schatz der Diebesgilde wäre. Weil das sieht genauso aus, als ob... Ja gut, ich weiß, dass ich gerade zu viel verrate, aber ich weiß überhaupt nicht, ob es wirklich ist, der Schatz der Diebesgilde. Was mit dem... Welcher Schlüssel ist jetzt von Hanna? Ach, scheiß drauf. Ich mach das Ding einfach auf. Da, erste Truhe für mich. Jawohl. 100 Gold. Wow. Spitze. Und dafür springe ich durch so eine krasse Falle. Links. Rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Hm, okay. Gar nicht übel. Links. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Schon wieder dasselbe. Ui, okay. Eine Wasserpfeife. Ein paar Wasserpfeifen. Links? Oh ne, gar nichts. Wow. Krass. 400. Und da ist noch irgendwas Silbernes. Nein, Goldenes. Fast. Bin farbenblind geworden. Wow, okay. Weg zum Reichtum. So, jetzt probiere ich nochmal zurückzukommen. Und wenn ich da jetzt nicht zurückkomme, dann porte ich mich ja einfach raus. Ah. Hä, was zum Teufel? Die Falle hat mich einfach nur hochgeschleudert. Komisch. Ich verstehe das nicht ganz. Ist das so geplant gewesen? Sah aber schon cool aus gerade, wie es mich nach oben geschleudert hat. Hallo? Falle? Falle? Okay, gut. Ich porte mich mal schnell zurück nach in die Hafenstadt. Da muss ich jetzt eh, denke ich, mal wieder hin. Wie vor ist es denn? Es ist kurz nach 12, das heißt, wir können nochmal gegen Alrik kämpfen. Hoffentlich besiegen wir ihn. Tada! So, zu wem müssen wir denn jetzt zuerst? Wir können... Ich will erstmal zu Vatras und mich schnell heilen. Ja,
legen wir das Ding wieder ab. Schauen wir uns das hier mal an. Gefälschte Minenanteile, Dokumente, allein und schutzlos, der vertriebene Bau, das Recht des Lakai, bla 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 bla. Gut. Das heißt, so wie ich es vorhin gesagt habe, das wäre alles, was wir noch machen müssten. Jetzt erstmal kurz zu Vatras und mich heilen lassen. Und dann gehe ich zu Hannah und gleich, weil ich da noch drin bin, zu runter zur Diebesgilde. Vielleicht hat einer von beiden was zu sagen. Heile mich. Kannst du mich heilen? Adamos, segne diesen Körper. Ja, ich kenne den Sportler bald schon auswendig. Bla bla bla. So. Jetzt auf zu Hannah. Und ich brauche immer noch einen Schinken. Ich frage mich, ob irgendjemand in diesem Spiel Schinken verkauft. Also, Wirte? Nein, haben keine. Ah, ich wüsste jemand. Im Kloster müsste doch bestimmt jemand haben. Wieso laufe ich eigentlich jetzt hier lang? Ach so, das wäre auch der kürzeste Weg zu Alrik, glaube ich. Ich hätte aber bei Vatras speichern sollen. Zumindest hätte ich das wollen. Nein. Hannah sagt nichts wegen dem Ring. Die 400 Goldtruhe konnte man ja nicht knacken, ne? Also die hat sich ja von selber geöffnet. Das bedeutet, dass man sie nur mit Schlüssel aufmachen konnte. Und dann wäre ich ja voll umsonst über die Falle gesprungen, wenn... Hey. Nein, ich kann da nichts dazu sagen. Wäre ich ja voll umsonst über die Falle gesprungen, wenn ich... Hä? Verschlossene Tür? Moment. Was ist denn eine Ach so, die... ja. Irgendeine verschlossene Tür in der Kanalisation. Gut, da ich hier nochmal runter bin, kann ich noch mit denen reden. Nachher wäre ich ja voll umsonst über die Falle gesprungen, weil ich nämlich zwei von den Truhen nicht aufgekriegt hätte und die dann nochmal hätte aufmachen müssen irgendwann. Höh. Wäre schon heftig. Was ist hinter der verschlossenen Tür? Dahinter befindet sich die Truhe. Die Truhe des Meisters im Schlösserknacken. Fingers. Er hat sie mit einem so unglaublich komplizierten Schloss versehen, dass sie bisher niemand aufgekriegt hat. Leider wurde er geschnappt. Sie haben ihn in die Barriere geworfen, wo er wahrscheinlich gestorben ist. Aber wenn du versuchen willst, die Truhe zu öffnen, hier ist der Schlüssel zu dem Raum. Na gut. Fingers, ja, ja. Der war auch mit uns in der Barriere. Hat Ramirez noch was zu sagen? Denn Jesper hat ja auch noch was zu sagen gehabt. Genau das habe ich nämlich noch gemeint mit dem... Hey, ich dachte, Jesper erzählt noch irgendwas über Fingers und so weiter. Wo ist denn nochmal die verschlossene Tür? Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo sie sein könnte. Ich habe mich hier schon wieder vollkommen verlaufen, vor allem weil hier überall so schwarze Fahne im Bildschirm rumhängen. Oh, da ist sie. Das müsste sie sein. Oh, schwarze Fahne. Ein Bett. Eine Truhe. Steht komplett im Dunkeln. So. Diese Truhe scheine ich noch nicht geknackt zu haben. Mit anderen Worten, das ist tatsächlich die Truhe von Fingers. Dieses Schloss ist, soweit ich weiß, ziemlich krank. 20 Teile oder so, aber 20 sind okay. Ich habe mal ein Mod gespielt. Da gab es, glaube ich, 40 oder so. Da gab es zwar Hinweise, aber die Hinweise habe ich nicht bemerkt. Dann habe ich so lange rumprobiert, bis ich es von selber geöffnet hätte. Also egal. Links? Nein. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, rechts. Links. Nein, rechts, 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 links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links. Fuck. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts. Nein, Mann. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Scheiße. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Fick dich doch! Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Scheiße! Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts. Verarscht mich, wie lange geht denn das? Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links. Rechts, 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 links, rechts, links. Hey, jetzt habe ich mich vertippt.
Rechts, 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 links, rechts. Ah, fuck. Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh Mann. Rechts, 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 links, rechts, links. Oh Mann. Es geht denn? Rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Wow, ich hab's geklackt. Oh Gott. Elixier der Geschicklichkeit. Amulett der Kraft. Goldener Kelch. Silberkelche. Gold. Ha. Krass. Oh Mann. Ich finde, es ging eigentlich vom Dietrich-Verbrauch her. Oh Gott, ich habe noch 8 Dietriche. Und ich habe mir nur bisher aber noch nie welche gekauft. Also, wo bin ich? Wo geht's denn raus? Überall vorne. Ich blick's ja nicht mehr. Ich glaube hier lang. So, Jesper, so toll war das Schloss jetzt aber nicht hier. Oh Mann, war das anstrengend. Aber ich habe gedacht, dass ich da jetzt noch eine Stunde rumhänge an dem Schloss. Hey, ich habe die Truhe geknackt. Das gibt's nicht. Sieht so aus, als hätten wir einen neuen Meister im Schlösser knacken. Tja. Ich gratuliere zu dieser Meisterleistung. Tja, danke. So macht man das. Und das mit nur 3.